Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir in den Asam Beauty mega krassen Premium-Adventskalender rein und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Das ist jetzt ein Novum tatsächlich, denn so einen krassen, teuren Adventskalender hat Asam noch gar nicht rausgebracht. Ne? Also wir haben ja schon zwei Adventskalender auf dem Markt, wo wir uns schon schwer entscheiden können und jetzt ist das hier der dritte. Der ist halt so richtig für diejenigen, die nicht ohne Asam leben können, weil 169,90 Euro ist mal eine Ansage. Ich habe jetzt auch soweit noch keinen Code auf den Adventskalender gefunden, es sei denn, man hat beim Presale den Adventskalender bekommen. Da gab es 10 Euro Rabatt drauf. Ja, wunderschön, super schwer. Wir haben hier Schubladen drin, die ich mir jetzt auch rausnehme, weil da sind die Kläppchen drin enthalten, beziehungsweise die Boxen. Und dann kann ich für euch die Boxen öffnen und euch quasi auf Erwin den leeren Adventskalender draufstellen und die Produkte da reinmachen. Ich glaube, das kommt ganz gut, oder? Denn so haben wir ein schönes kleines Regal hier. Cool. Okay, hier habe ich jetzt, wow, das sind aber große Boxen. War auch ein sackenschwerer Adventskalender, der auch sackenteuer war, ne? Ich glaube, hier haben wir auch einige Full Sizes und so drin. Das Ganze startet mit der Glow Up Cream von Asam, die aus der Magic Care Reihe mit 50 Millilitern. Die habe ich auch als Primer tatsächlich in meiner Schminksammlung. Eine ganz, ganz tolle Creme, die sehr feuchtigkeitsspendend ist, sehr reichhaltig ist, ne? Und die mag ich tatsächlich. Die gibt auch einen schönen Glow. Man hat nachher nur ein bisschen was an den Fingern, sodass man Hände waschen gehen muss. Aber das ist ja, ne, ein kleines Übel. Der 2. Dezember ist relativ leicht. In diesem Adventskalender würde ich keine Füllprodukte drin haben wollen und auch keine ultra krassen Minis, weil das wäre ja ziemlich übel, ne? Ein Mousse Blush, auch in der Full Size mit 12 Millilitern haben wir hier drin. Den habe ich auch, glaube ich, sogar noch da. Steht hier irgendwo die Farbe? Nö. Ich weiß gar nicht, ob es da, doch hier unten drunter war das, ne? Barely Chai ist die Farbe. Das ist dieser hier. Ja, ne? Auf jeden Fall ein schönes Produkt. Dekorative Kosmetik. Liquid oder Mousse Blushes sind auch ziemlich angesagt. Also von daher finde ich das gut. Selbstverständlich auch mit dabei. Boah, die sehr schwere Nummer 3. Das ist wirklich ein Brocken. Ja, oh. Oh, oh, oh. Bath & Body, eine Körpercreme. Soft Vanilla. Aromatic Soft Vanilla. Das passt auch in die Weihnachtszeit rein. Ne? Das ist so ein Bottich mit 300 Millilitern. Richtig cool. Also da, ja, haben wir jetzt auch in diesem Adventskalender Gesicht und Körper. Rieche ich nichts raus, aber ich meine, dass ich da schon mal auch ein Produkt von hatte aus der Reihe und das passt in die Adventszeit, so Vanilleduft, ne? Diese süßen, etwas schwereren Düfte, das ist gut. Direkt daneben, also hier, haben wir die Nummer 4. Bei den anderen Adventskalendern hatten wir so Botschaften auch an den Boxen dran. Das ist hier jetzt nicht der Fall. Dafür ist dieser Adventskalender dann auch ein bisschen einfacher wieder zu befüllen und zu verwenden. Hier haben wir aus der Retinol-Reihe das 1% Retinol-Treatment mit 30 Millilitern drin. Finde ich sehr, sehr schön. Retinol ist auch in der Winterzeit wunderbar. Ein tolles Anti-Aging oder Slow-Aging-Produkt. Gute Wirkstoffkosmetik. Und ich weiß gar nicht, habe ich das Retinol von Asam auch schon mal ausprobiert? Muss ich mal gucken. Doch, ich glaube schon, dass ich ein kleines Serum letztes Jahr hatte. Doch, sehr, sehr gut. Die Nummer 5 ist der Tag vor Nikolaus und da ist ein längliches Produkt drin, die The Eye Cream, Augencreme mit 20 Millilitern aus der Vino Gold Reihe. Das ist diese hier. Ich meine, dass die Vino Gold Reihe auch eine von den Reihen ist, die für sehr viele verschiedene Hauttypen geeignet ist, die jetzt nicht irgendwie speziell für sensible Haut oder für Mischhaut oder für ölige Haut, ne? Das ist halt für alle irgendwie geeignet. Und hier werden Fältchen mitgemildert, Oberlider straffer gemacht, Augenpartie glatter, Augenschatten aufgehellt und so weiter und so fort. Finde ich ziemlich gut. Nikolaus ist am Start und das darf jetzt gerne ein Klopperprodukt sein. Es ist eine Mascara. Das finde ich schön. Intensive Serum Mascara. 8 Milliliter. Das ist auch eine Full Size. Die lasse ich aber zu. Ich blende euch gerne das Bürstchen ein. Die Mascaren von Asam aus der Magic Finish Reihe sind nicht ganz so meins. Also die machen bei mir halt nicht so die Wawawoom Lashes, wie andere Mascaras das so machen. Trotzdem finde ich das richtig passend, dass wir das in der 6 drin haben. Die Nummer 7 ist auch wieder schön schwer. Also die Dinger hier, die sind echt gut gefüllt. Das kann man nicht anders sagen. Und hier haben wir Clear Skin Reinigungsmaske. Schöne Sache. Für unreine Haut. 100 Milliliter sind hier drin enthalten. Für mich ein Produkt, was ich dann vielleicht so einmal die Woche verwende oder halt partiell, wenn ich dann eben Unreinheiten habe in der Erde.
Erdbeerwoche oder sowas, ne, dann macht das durchaus Sinn. Ansonsten habe ich ja mit meiner trockenen, sensiblen Haut eher weniger, eine unreine Haut. Aber ja, genau, das ist auf jeden Fall ein cooles Produkt, worüber ich mich sehr freue. Also ja, wer hätte was anderes erwartet, ne? Das muss ein Klopper-Adventskalender sein für den Preis, weil das ist schon eine krasse Hausnummer hier, ne? Die Nummer 8 darf natürlich auch machen, dass es kracht. Die ist auch richtig schwer. Hier haben wir ein Haarprodukt drin, und zwar das Hyaluron-Shampoo. Natürlicher Glanz und intensive Feuchtigkeit mit Hyaluron und Hibiskus. Mag ich auch sehr gerne. 200 ml haben wir hier drin. Und so eine Art von Ahuhu-Shampoos habe ich jetzt so noch gar nicht gehabt, muss ich gestehen. Ich habe immer nur die kleinen Tübchen gehabt oder die großen Tuben, ne? Und deswegen finde ich das ziemlich gut. Und ich glaube auch, dass jeder irgendwie Glanz in den Haaren haben möchte, und deswegen passt das. In der Nummer 9 dürfen wir uns über ein weiteres Produkt freuen. Auch wieder ein Tegel Kollagen Lift Nachtsorbet Creme. Das ist auch schön. 50 ml Kollagen ist auch immer eine ganz schöne Sache für die Haut, weil das auch ja von außen einfach die Hautstruktur oder die Hautbarriere stärkt und die Haut mit aufbaut. Und ist auch ein Slow-Aging-Produkt mit pflanzlichem Kollagen-Booster. Auch das ist interessant zu wissen. Abends nach der Reinigung drauf. Jo, das kennt man, wie man eine Nachtcreme aufträgt, glaube ich, ne? Schön. Vor allem kannst du diese Glow-Up-Creme auch so ein bisschen für tagsüber nehmen oder für Tage, wenn du dich halt wirklich schminkst, und die Nachtcreme für nachts, ja. Wie der Name schon sagt. Und dann werden wir mal sehen, wie es mit der Nummer 10 weitergehen wird. Hier haben wir Perfect Lash Boost Serum and Growth Complex. 7 ml aus der Magic Care Reihe. Das ist ein Wimpernserum. Ich meine mich zu erinnern, dass wir bei den Wimpernserien von M. Asam keine Hormone drin haben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Weswegen das für mich jetzt nicht so ist. Also wenn ich irgendwann mal schwanger bin oder stille wieder, dann könnte das was werden. Aber ansonsten verwende ich halt super gerne mein Grande Lash. Ne, da geht für mich nichts drüber. Das macht, man sieht es ja auch, es macht einfach heftige Wimpern. Das ist für mich einfach so, so gut. Ich nehme auch super gerne das von Özlem, das von Elanilo, ne, das Lash Lamp, das ist auch sehr, sehr gut. Das von Grande Lash ist noch ein Tick besser, aber trotzdem hat Özlem da auch ein sehr schönes Produkt rausgebracht. Ja, das hier werde ich mir vielleicht aufbewahren. Ich glaube, das ist so dekorative Kosmetikreihe, oder? Doch, so ein Zwischending. So, erste Schnapszahl, die Nummer 11. Auch hier wieder eine große Tube aus der Aqua Intense Reihe Hyaluron, eine Feuchtigkeitsmaske, die ist noch besser für meine Haut geeignet. 100 ml sind hier drin. Wahnsinnig krass. Also sowas kann ich halt auch ein paar Mal häufiger in der Woche verwenden, ne? Weil meine Haut braucht Feuchtigkeit und sowas dann, während ich meine Zähne putze, drauf machen. 1A, finde ich großartig. Das lässt du nur 5 Minuten drauf. Großartig. Die Nummer 12 ist sehr groß. Da haben wir bestimmt auch wieder einen Tegel drin. Ja. Und zwar ist hier Vitamin E, eine hautglättende 24-Stunden-Creme. Eine hautberuhigende Creme. Aha. Sehr, sehr cool. Auch hier wieder 50 ml am Start. Die Reihe kenne ich so noch gar nicht. Ne? Sieht sehr, sehr edel aus. Mit 50 ml ist die Creme schön. Gut, das ist die dritte Creme. Ne? Jetzt dürfte theoretisch nicht noch eine Creme kommen. Es sei denn, man nimmt die Glow Up Cream als Primer. Muss man so, wir müssen gleich mal diskutieren hier. Die Nummer 13 machen wir mit der zweiten Hälfte des Adventskalenders weiter. Hier habe ich eine, sehr gut, Retinol Intense Handcreme mit 75 ml. Ja, natürlich, auch die Hände sollen und möchten gepflegt werden. Eine Handcreme in einem Adventskalender finde ich auch durchaus sinnvoll. Und wenn man dann eine Retinol-Handcreme hat, das finde ich wirklich, wirklich gut. Ja, schön. Anti-Aging auch für die Hände, weil daran erkennst du auch schnell das Alter, genauso wie Hals, Dekolleté und so, ne? Kann man ja vorbeugen, ist ja nicht schlimm. Die Nummer 14. Oh, wir haben dekorative Kosmetik, und zwar ein Build-Up Hardener aus der Magic Finish-Reihe mit Methionin. Verstärkt den Nagel, als Unterlack geeignet mit Acai-Beerenöl. Schöne Sache. Ja, kann man auf jeden Fall gebrauchen. Ist jetzt keine fancy Farbe. Ist ein Unterlack und das finde ich gut. Also bislang, ne, kann ich mich wirklich nicht beschweren. Die Nummer 15 ist auch sehr schwer. Holla, die Waldfee. Resveratrol Essence of Youth Serum. Das habe ich damals in einer anderen Verpackung mal aufgebraucht. 30 ml haben wir hier drin. Weil das ist hier irgendwie Glas, was dann so sandgestrahlt ist oder so. Also ein schönes Serum, was auch ganz angenehm ist, finde ich persönlich. Also ich mochte das gerne leiden. Aber man merkt definitiv, dass der Adventskalender jetzt nicht unbedingt für Teenager ausgelegt ist. Wobei für den Preis, ne, muss man das auch, glaube ich, nicht denken. Hier habe ich jetzt eine Nummer 16, die relativ leicht ist. Hier haben wir eine Tube drin. Vino Lift Lip Cream. Alter Schwede.
Wow, die hält dir wirklich Ewigkeiten. Wie lange darf die offen sein? 12 Monate. Ich weiß nicht, ob du in 12 Monaten das Ding leer kriegst, ne? Okay, 30 Milliliter gegen PC-Fältchen. Und das ist ja mal derbe. Also Hut ab an jede, die diesen Oschi dann mal leer kriegt. Krass. Und PC-Fältchen sind halt die hier oben, die, ne? Hilfe, die so kommen, wenn man so macht. Und genau, das soll dagegen helfen. Krass. Eine Woche vor Heiligabend geht es hier wieder ein bisschen schwerer zu. Da haben wir noch eine Gesichtscreme drin. Ja, jetzt sind wir wieder hier bei den, ne? Es ist eine Vino Gold Face Cream, die sich schwer anfühlt. 50 Milliliter. Es ist ein Glastiegel, der auch wieder so, ne, so sandgestrahlt ist, sage ich jetzt einfach dazu. Es ist schon wieder eine Gesichtscreme. Ich packe jetzt die Glow-Up-Creme mal zu den Make-up-Produkten und sage, das ist ein Primer, dann sieht es nicht mehr so wild aus. Ich rede mir die Welt schön. Meine Einstellung ist nämlich, wenn ich so einen Adventskalender habe von einer Firma, wo ich weiß, dass das Sortiment halt eigentlich echt groß ist, dann erwarte ich halt auch Abwechslung, sodass ich dann sage, okay, 3 von einer Sorte, 3 Cremes, 3 Augencremes, 3 Lippenstifte oder so, wäre okay, aber alles, was dann darüber hinausgeht, ist dann einfach ein bisschen zu viel. Und darüber würde ich mich dann beschweren. Die Nummer 18. Hier sind wir jetzt in der Weihnachtswoche drin. Und da haben wir drin Perfect Eye Serum mit patentiertem Hyaluronsäurekomplex, 25 Milliliter. Je nachdem, wie flüssig oder fest das Produkt ist, ist das so eine Sache, die kannst du dir dann unter die Augen machen und auch auf die Augen so drauf, ne? Und es gibt zum Beispiel so wiederverwendbare Augenpads, die könnt ihr zum Beispiel bei Maxim Giacomo im Giacomo Shop halt kaufen. Setze ich euch mal in die Infobox rein. Und dann macht ihr diese Augenpatches halt drauf und lasst das Ganze auch wirklich so 20 Minuten einwirken. Könnt die Pads dann abnehmen und den Rest so eintapern und dann wirkt das halt noch viel, viel mehr. 19. Ja, das durfte hier auch nicht drin fehlen. Magic Finish haben wir hier mit 30 Milliliter. Das ist halt das Produkt von dem Asam, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ne? Also ich glaube, jeder, der Asam kennt, wird dieses Produkt auch irgendwie mit der Marke in Verbindung bringen. Und das ist halt eine Foundation quasi, die sehr, sehr leicht einzuarbeiten ist und auch sehr alltagstauglich ist. Und viele verwenden die, viele haben die als Favoriten. Was ich halt immer wieder monieren möchte, ist tatsächlich, die haben davon ja auch andere Farben und es gibt auch Menschen mit unterschiedlichen Hautfarben. Für mich ist es im Winter auch ein bisschen zu dunkel. Ein bisschen ist gut, ziemlich zu dunkel. Selbst im Hochsommer ist es ein bisschen schwierig mit uns beiden, aber ja, naja, ist eigentlich geil, aber irgendwie halt wegen der Farbe schwierig, ne? Und das in Kombination mit der Glow-Up-Cream ist übrigens richtig gut. Und ein bisschen meckern sollte man ja auch wohl mal dürfen. Gut, die Nummer 20 habe ich jetzt hier. Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Hier haben wir ein Serum drin enthalten. Das ist dann das dritte Serum, was wir hier im Adventskalender haben. Mit 1% Hyaluron. Das Treatment, 30 Milliliter sind hier drin. Das ist so eine Glaspipette, was ich auch sehr schön, sehr hochwertig finde. Mag ich sehr gerne leiden. Und Aqua Intense ist halt auch so eine Reihe, genauso wie Vino Lift. Die können halt wirklich viele verschiedene Hauttypen verwenden. Die Nummer 21... Hier haben wir quasi einen Highlighter drin, auch den habe ich aktuell sogar in meinem Project Pen drin. 15 Milliliter von dem Magic Finish Glow Serum in der Farbe Rose Glow. Das finde ich schön, das ist ein toller Highlighter, Schrägstrich Primer, je nachdem wie man das verwenden möchte. Ich kann euch ja auch einfach mal meinen zeigen, den ich aktuell hier in Anwendung habe. Dann kann ich euch den auch sogar mal swatchen, das ist ja aufregend hier. Ne? Habe ich heute nicht drauf, weil ich einen Schminke eben gedreht habe, aber das ist halt... So, auch wieder hier schwierig mit Hautfarben und so weiter. Ich weiß, den kannst du partiell auftragen oder halt wirklich im ganzen Gesicht, um da einen Mega-Glow zu bekommen. Und ihr seht halt, ne, der hat jetzt nicht so super viel Pigment oder so viel eigene Deckkraft. Deswegen ist es auch eine Sache, die kann im Prinzip fast jeder auch verwenden. Das ist eigentlich ganz gut. Und ich mag den ganz gerne, weil... der glitzert nicht so doll, der hat halt einfach Strahlkraft, ne, was ich als Primer ganz gut finde. Partiell aufgetragen wäre mir das als Highlighter ein bisschen zu wenig, bin ich ehrlich. Aber als Primer finde ich den gut, weil er auch gut Feuchtigkeit spendet. Jetzt nicht so super intensiv wie andere Primer. Aber wenn ich eine ordentliche Tagespflege halt drunter habe, kann ich das durchaus sehr gut verwenden. Nun gut, gehen wir weiter zu der 22. Das ist die zweite und auch letzte Schnapszahl. Es ist schwer, es wird wahrscheinlich wieder ein Cremetiegel drin sein, worüber ich jetzt... Nein! Ich muss nicht meckern, es ist für die Haare, das ist gut. Hair and Scalp Mask Balance, Ahoho,
Richtig toll. 150 Milliliter, eine Haarmaske, die du sogar auf die Kopfhaut mit auftragen kannst. Das feiere ich, denn ja, ich sitze hier ja wirklich stundenlang mit meiner Mütze auf dem Kopf bei diesen Temperaturen, die nun mal da sind. Das heißt, meine Kopfhaut ist sehr böse mit mir und dann freut sie sich, wenn sie ein Hair and Scalp Treatment tatsächlich bekommt. Ne? Ist tatsächlich eine schöne Sache. Das ist mit weißem Lehm, weißer Tonerde, Entschuldigung, und mit Bio-Aloe Vera bei schnell fettendem Haar, okay. Habe ich jetzt eigentlich nicht, aber ich habe hier ein entsprechendes Milieu dann natürlich immer drunter. So, was dürfen wir denn jetzt am Tag vor Heiligabend machen? Am 23. Dezember vielleicht duschen? Das fände ich immer ganz, also finde ich tatsächlich immer sehr logisch, dass man da ein Duschgel drin hat. Nein, Self-Tanning ist hier am Start. Das sind die Selbstbräuner-Drops für Gesicht. Und ich persönlich würde die auch für den Körper verwenden. Ne? 30 Milliliter sind hier drin. Die sind okay, ne? Bei mir machen die halt ein bisschen zu sehr einen Gelbstich, zu sehr warme Haut. Ich persönlich verwende am liebsten die von Beauty Mates. Es ist einfach dadurch, dass ich die auch umfunktioniert habe und dann auch in meine Bodylotion mal mit reingemacht habe. Und so habe ich einfach gesehen, dass ich damit am besten klarkomme. Die habe ich auch schon mal ausprobiert. Wie gesagt, die sind mir ein bisschen zu gelb. Aber es ist auch ein sehr beliebtes Produkt. Das habe ich auch schon mitbekommen. Deswegen schön, dass es im Adventskalender drin ist. Dann kann man halt vor Heiligabend nochmal so ein bisschen die Beine zum Beispiel auf Vordermann bringen, weil die ja dann wahrscheinlich eine ganze Weile keine Sonne gesehen haben. Und wenn man dann vielleicht einfach nur eine Strumpfhose, eine leichte Strumpfhose anhaben möchte oder so, ne, und man die Haut dann ja auch durchsieht, dann möchte man ja nicht allzu käsig sein, vielleicht einfach fürs Wohlbefinden, wobei das ja eigentlich eher fürs Gesicht gedacht ist, ja, dann halt ein Fake-Urlaubsteint oder so. Wie auch immer. Ich glaube, relativ viele verwenden mittlerweile Selbstbräunerprodukte, was ich persönlich auch gut finde, weil das einfach 100-mal besser ist, als wenn du dich pick in die Sonne legst, um braun zu werden. Das fällt, ja, im Prinzip unter dekorative Kosmetik, aber auch ein Stück weit unter Gesichtspflege. Das ist so ein Zwischending. Jetzt bin ich wirklich gespannt. Was haben wir in der 24? Also wir hatten ja schon allerhand Gesichtscremes. Das hätte ich jetzt nicht unbedingt in der 24 nochmal weiter vermutet. Dekorative Kosmetik vielleicht, aber was? Weil das Magic Finish war ja schon drin. Vielleicht irgendeine geile Körperpflege, so ein geiles Körperpeeling oder so? Weiß ich nicht. Gucken wir mal. Es ist eine Glättungsmaske. Schön! Ey, Leute! Also, man hat aufgepasst, ne? Nur drei von einer Sorte. Ja, es ist schon cool. Resveratrol, Glättungsmaske. Echt, ne? Das ist die dritte Maske. Tatsächlich. Ja. Entschuldigung, ich feiere das. 50 Milliliter.